Ja, herzlich willkommen aus meinem Infokanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Lehrer der vedischen Astrologie und Berufsastrologe. Ja, in diesem circa 20-minütigen Video geht es nun um die planetare Großwetterlage, sprich die Deutung der Transite im Monat Juli 2015. Passend zu Ihrem Aszendenten. Bevor wir dort einsteigen, habe ich vier wichtige kleine Punkte vorweg, die für Sie sicherlich auch sehr interessant sind. Zum einen ist es so, bitte beachten Sie, dass die Deutung des nachfolgenden, also des Monats Juli 2015 immer jeweils vom Aszendenten vorgenommen wird, ja, nicht vom Sonnenzeichen, ja. Sprich, wählen Sie sich bitte das Video aus, das Ihrem Aszendenten entspricht, denn hier wird nicht Ihr Sonnenzeichen zugrunde gelegt, sondern Ihr Aszendent. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben. Oder Sie klicken unterhalb des Videos auf den Link, dann kommen Sie auch zu mir mit einem Kontaktformular und ich teile Ihnen kurzfristig gratis mit, was Ihr Aszendent ist, damit Sie sich das Passende von diesen 12 Videos aussuchen können. Dann natürlich Sensation. Die vedische Astrologieschule ist im Äther. Das Baby ist geboren, das Ding fliegt. Und wir haben auch schon gut an Höhe gewonnen, auch eine große Klasse. Jetzt liegt es an mir, hier mit Lehrbriefen und Videos fleißig dran zu bleiben, denn es ist großes Interesse da. Vielleicht wollen Sie sich ja mal damit der Idee beschäftigen, zu studieren, die vedische Astrologie. Hier das Portal, wie das aussieht. Anhand der klassischen Texte nach Parashara und Jaimini. Hier sehen Sie das Portal, wo jetzt jede Woche Videos und Lehrbriefe hochgefahren werden. Ja, vielleicht wäre das ja eine Idee. Ja, dann exklusiv für alle meine, für alle meine Newsletter-Bezieher und YouTube-Zuschauer, dass ich es noch rausbringe. Und zwar, bei Bestellung bis zum 15. Juli bekommen Sie für dieses so begehrte Horoskop, nämlich Beruf und Berufung, 20% Rabatt. Das ist das am meisten nachgefragteste Horoskop bei mir, denn es gibt unglaublich viel Aufschlüsse darüber, was zu Ihnen passt, was Ihre Gabe ist, was Ihre Aufgabe ist, was Ihre Talente sind, was Ihre Bestimmung ist, wie die Zeitqualität ist, wann es gut ist zu wechseln und so weiter und so fort. Bei Bestellung 20% günstiger, bei Bestellung bis 15. Juli, unterhalb der offiziellen Preise, die Sie natürlich im Internet finden. Dann letzter Punkt noch, der wichtigste Planet in Ihrem Horoskop, das ist ja auch wichtig für die Zeitqualität, ist der Hauptphasenherrscher. Wenn Sie wissen wollen, welcher dieser ist, je nachdem Mars, Saturn, Jupiter, die regieren zwischen 6 bis maximal 20 Jahre und die haben das höchste Sagen. Wenn man den kennt, kann man einiges über sich herausfinden, was jetzt eben so im Leben betont ist für diese Jahre. Und den teile ich Ihnen gerne gratis mit. Sie können mir auch dazu unterhalb den Link schicken und dann bekommen Sie das kurzfristig von mir, eine Analyse mit ein, zwei DIN A4 Seiten zu Ihrem Hauptphasenherrscher. Gut, dann sind wir soweit, dass wir jetzt in Ihr Horoskop gehen und uns anschauen, wie hier die planetare Großwetterlage für Juli 2015 aussieht. Wie die planetare Großwetterlage für Sie als Aszendent Zwilling aussieht. Ich habe da jetzt immer so eine Tabelle gemacht. Schaut jetzt vielleicht aus wie Hieroglyphen, aber es hilft gut, auf einen Blick zu erkennen, wo für Sie als Aszendent Zwilling viele Energien reingehen. Na, hier sehen Sie ja Zwilling und viele, viele Planeten im zweiten Haus. Und das will ich auch gleich mal vorausschicken. Das zweite Haus
steht von den Bedeutungen dafür, all das, was für sie eine Ressource darstellt, wird wichtig, ja. Sprich, Dinge, die ihnen helfen, materielle Sicherheit entwickeln zu können, materielle Stabilität, Dinge, die für sie einen Mehrwert darstellen, weil sie ihnen mehr Sicherheit geben, kommen verstärkt in ihren Fokus. Was sind denn all die Dinge, die Ressourcen für sie sind? Nun, das ist eine breite Palette. Denn in dem Monat wird es für Sie darum gehen, ja, beispielsweise Thema Geld, wie kommen Sie an die nötigen Mittel, damit Sie Ihre Verpflichtungen gut managen können, ja. Sprich, Geld ist eine der wichtigsten Ressourcen, deswegen sagt mir das zweite Haus ist so das Geldhaus. Hier geht es aber nicht um das Vermögen, den Wohlstand, sondern nur das, was Sie brauchen, um die Verpflichtungen, die Sie haben, wirklich gut managen zu können. Wir werden da gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber ist ja schon mal sehr interessant. Vor allem ist sehr interessant für Sie als Zwilling, Sie haben die Sonne im zweiten Haus, also den Persönlichkeitsplaneten. Sonne zeigt ja Sie an. Und Sie haben Merkur, den Herrscher Ihres Aszendenten. Zwischen dem 9. und 23. Juli ist Merkur, ja, der Überprüfer, der Forscher, ja, derjenige, der sich informieren will, ist ja auch der Zwilling, auch in diesem Zeichen im Krebs, wo Sie das zweite Haus drin haben. Und das bedeutet, Ihre Energie, noch dazu unterstützt von Mars, der General, geht auch da rein. Also bei Ihnen halten sich im zweiten Haus in dem Monat der König, der General und der Prinz, der Manager sozusagen, alle im zweiten Haus auf und sind dabei, nach Quellen zu forschen, die für sie Ressourcen darstellen. Ja, so könnte man das mal als einen gewissen Schwerpunkt sehen. Wir schauen uns das aber gleich noch näher an. Jetzt Planet für Planet. Bis 22. Juli ist Ihre Sonne in Haus 2, ja, habe ich ja gerade jetzt angesprochen. Ihre Interesse geht also genau in Richtung dieser eben besprochenen Themen. Deswegen auch hier nochmal eine ausführliche Beschreibung, was diese Qualität. Man muss, wissen Sie, man muss ein Gefühl dafür bekommen, was ist denn mit diesem Haus 2 gemeint, worin Sie sich verstärkt jetzt aufhalten wollen oder wofür Sie jetzt kosmischen Rückenwind haben, der Sie in dieser Angelegenheit, der durch das Haus 2 repräsentiert wird, nach vorne bringen möchte. Nun, Haus 2 sind also Dinge, die für Sie einen Wert haben, weil sie für Sie eine Ressource darstellen, ja? Das können natürlich Ihre Ursprungsfamilie sein, wenn für Sie, das hängt natürlich jetzt wieder individuell ab von der Beschaffenheit Ihres Horoskops, das man da analysieren müsste, aber wenn zum Beispiel Ihre Eltern, das Haus, aus dem Sie stammen, wenn Sie ein gutes zweites Haus haben, ja, dann werden Sie sich verstärkt um Ihre Eltern kümmern. Ja, weil natürlich die Eltern eine Ressource für Sie darstellen. Oder auch Freunde ist natürlich auch das zweite Haus. Dicke, nahestehende Freunde sind ja für Sie eine Sicherheit. Ja, wenn es einmal schlecht geht, wo geht man hin? Ja, da ist man doch froh, wenn man einen Freund hat, ne? Und so ist das zweite Haus eben auch, steht auch für Freunde. Es ist aber primär das Geldhaus. Weil natürlich, wenn Sie immer die finanziellen Mittel haben, die Ihnen zur Verfügung stehen für die Dinge, die Sie wirklich brauchen, dann ist es natürlich eine enorme Ressource für Sie. Deswegen, das zweite Haus steht aber auch für all das, für was Sie verantwortlich sind. Denn die Dinge, die für Sie eine Ressource darstellen, bedingen ja in der Folge, dass Sie die Dinge wertschätzen sollten, die Sie haben, die Ihnen das Schicksal zugeteilt hat, mit der Folge, dass Sie sich auch darum kümmern müssen, sollten und Verantwortung übernehmen. Also, das kann genauso bedeuten, dass Sie jetzt verstärkt Verantwortung spüren, sich um Ihre Eltern kümmern zu wollen. Es kann Sie verstärkt Ihre Aufmerksamkeit dahin lenken, dass Sie sagen, ich möchte meine finanziellen Mittel, die ich brauche, um meinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, mehr in Übereinstimmung mit meinem wahren Selbst, ne? Sonne, mehr in Übereinstimmung mit meiner Seelennatur mir erwirtschaften.
kann einen Gedanken auslösen, sich über die Art und Weise, wie sie ihr Geld verdienen, reflektieren zu wollen. Das Haus 2 steht deswegen auch für Sammlungen, Ursprungsfamilie, Geld vor allem, Freunde, alles, was für Sie eine Ressource darstellt. Und das wird für Sie als Aszendent Zwilling, wird es das große Thema. Nun, manchmal lernen wir die Dinge, was wirklich für uns eine Ressource darstellt, indem wir auch gespiegelt bekommen, was für uns weniger gut ist. Und bei Ihnen gibt es Besonderheit, Aszendent Zwilling, denn Sie haben den Neumond. Der Neumond ist diesen Monat am 16. Juli. Und am 16. Juli, Neumond ist jetzt nicht ein, sagen wir mal, äußerst positives Ereignis, sondern es funkt, manchmal lernen wir auch, indem uns Dinge gespiegelt werden, die weniger gut für uns sind. Und um den 16. Juli, ein Tag vor, ein Tag zurück, das kann ein bisschen variieren, wird Ihnen durch Ihren Lebenspfad gespiegelt, an welchen Ressourcen es Ihnen mangelt oder wo Sie merken, da fehlt Ihnen was, damit Sie nicht so sich sicher und stabil fühlen können, wie Sie das gerne hätten. Ja, also auch das ist natürlich eine Art und Weise, wie uns das Leben hilft, immer mehr zu unserer Erfüllung zu finden, wenn wir sensibilisiert sind auf die Zeichen, die uns unser Lebenspfad spiegeln möchte. Ja, also erwarten Sie bitte am 16. Juli nicht die großen Belohnungen, sondern eher andersrum. Aber sehen Sie das Gute darin, weil auch das will Ihnen etwas bewusst machen. Nun, zu den langsam laufenden Planeten erstmal noch vorweg. Der große Gasriese, der Guru, ja, Jupiter, natürlich immer noch im Löwen, da ist er ja insgesamt 12 Monate, das ist bei Ihnen Haus 3. Das ist jetzt nicht ein Spezialthema für den Juli, denn er ist ja schon mehrere Monate darin in diesem Haus bei Ihnen, er bleibt auch noch etwas darin. Aber Jupiter unterstützt nach wie vor, dass Sie sich gut Fähigkeiten aneignen können, ja, Haus 3, dass Sie sag ich mal, Beziehungen verbessern zu jüngeren Geschwistern, zu Arbeitskollegen, zu Nachbarn. Jupiter begünstigt das Lernen, das Aneignen von Fähigkeiten, Ihre Kommunikation, Ihre kommunikativen Fähigkeiten oder wie Sie mehr Sinn in Ihre Meinungsbildungsprozesse bringen können, ja. All das, Jupiter bringt ja Weite, Fülle, Expansion, Wachstum, ja. So könnte auch Ihre Einstellung, ja, wie Sie denken, mit mehr Sinn eben versehen werden wollen. Das bleibt natürlich noch länger ein Thema, läuft sozusagen von daher eher mehr nach wie vor im Hintergrund. Wir wollen ja den Fokus lenken auf das, was sich so monatlich jetzt ändert. Saturn ist insofern eine Besonderheit. Saturn ist ja wie Jupiter, sind ja die zwei größten Riesen im Sonnensystem. Deswegen, wenn die beiden zusammenspielen, dann werden das die Zeiträume sein, wo ihr Schicksal mehr geschmiedet wird. Das kann man auch dann sehr gut rauslesen aus dem vedischen Horoskop. Jetzt ist Saturn bei Ihnen in Haus 6, weil er ist ja zurückgegangen in Skorpion. Da ist er jetzt noch drin, ich glaube bis September, irgendwann Mitte September oder so. Das bedeutet, das ist für Sie jetzt von jetzt und die nächsten Monate, die nächsten knapp 3 Monate, immer noch eine günstige Zeit, dass Sie sich mehr um Ihren Körper kümmern. Sprich, Sie können mehr dafür tun, sich gesundheitsbewusstes Verhaltensweisen anzueignen, die dann eben auch langfristig Bestand haben. Saturns Ziel ist, dass wir uns Dinge zulegen mit langfristigen Zielen. Und so bleibt auch diese Energie
gut bestehen. Wenn wir das anschauen, ja, jetzt mal im Zusammenspiel hier Jupiter und Saturn, so wäre das natürlich auch, Haus 3 steht ja auch für die eigenen Bemühungen, eigene Anstrengungen, ist ja auch die Idee der Verbesserung dahinter bei Jupiter in Haus 3. Saturn will in Haus 6 sie fördern, wie sie ihren Berufsalltag, aber auch die anderen Herausforderungen, die zu tun haben mit ihrer materiellen Sicherheit, hat natürlich auch mit dem Körper zu tun, auf ein langfristig besseres Fundament stellen. Von daher ist nach wie vor der Rückenwind in diese Richtung gegeben. Nun, die Mondknoten Rahu, der Drachenkopf und der Drachenschwanz Ketu nach wie vor in Widder und Waage. Rahu in Haus 5 bei Ihnen bedeutet letztlich, dass Sie Sehnsucht verspüren, dass da immer noch ein Schub ist, wie Sie mehr in Kontakt kommen mit Ihren Talenten, mit Ihren Neigungen oder mit Ihren Inspirationen, das, was Sie begeistert sein lässt, um Ihr Ding zu machen. Ja? Das, wie es den anderen geht, Ketu in Haus 11. Was die Gruppen machen, was meinetwegen die Gesellschaft erwartet, das reduziert sich von der Bedeutung immer noch von der Energie her. Der Fokus bei Ihnen ist, weil die Mondknoten sind ja insgesamt 18 Monate darin, mehr auf dem, was Sie wollen, kann aber auch etwas Stress anzeigen in Thema Beziehungen zu Kindern oder was die Idee der gemeinsamen Erziehung der Kinder bedeutet mit ihrer Partnerin. Mars ist den ganzen Monat Juli im Krebs. Ja, das bedeutet, die Leidenschaft, sich für seine Ressourcen einzusetzen, dafür zu kämpfen, was ihnen zusteht, bitte natürlich auf nicht verletzende Art und Weise, sondern eben mit einem klaren Ja und einem klaren Nein. Aber ohne natürlich irgendwie hier in irgendjemanden zu verletzen. Das ist eben auch nochmal eine Betonung des zweiten Hauses. Genauso wie Merkur. Merkur ist der Herrscher Ihres Aszendenten, das sind Sie. Sie werden durch Merkur repräsentiert. Ja, und wo halten Sie sich auf? In Haus 2 zwischen 9. und 23. Deswegen ist die Zeit zwischen 9. und 23. für Sie so wertvoll, sich wirklich um ihre Ressourcen, um ihr Geld, um das, wofür sie ihr Geld verwenden, Gedanken zu machen, wie sie zu ihren nötigen Ressourcen kommen können, was sie da verbessern können und dies auch mal zu reflektieren und zu analysieren. Die Venus ist noch bis 18. Juli im Zeichen Löwe, genauso wie Jupiter. Auch das natürlich ein Wohltäter, die Venus. Von daher die Verbindungen zu den Nachbarn, zu den Arbeitskollegen, zu den jüngeren Geschwistern. Da haben Sie zwei Wohltäter in Haus 3. Wird von daher, ja, günstiger. Sie möchten sich mehr mit denen in Austausch gehen, Beziehungen pflegen, vielleicht auch gemeinsam Spaß haben. Oder Sie möchten sich dem Erlernen von bestimmten Dingen mehr hingeben. Na, Venus ist die Hingabe, sich einer Sache ganz zu widmen. Ja, wenn Sie jetzt etwas lernen wollen, ein Instrument oder so, dann befähigt natürlich besonders die Venus in Haus 3 zusammen mit Jupiter sowieso, dass diesbezüglich, was die Aneignung von Fähigkeiten angeht, also Haus 3, Sie kosmischen Rückenwind haben. Ja. Das war's soweit für Sie, für Aszendent Zwillinge erstmal. Okay. Ja, damit sind wir jetzt soweit durch für Sie für den neuen Monat. Nun nochmal zum Schluss die Erinnerung dieser wichtigen Punkte. Nach wie vor steht das Angebot. Und zwar, wenn Sie wissen möchten, welcher Planet Ihr Hauptphasenherrscher ist, in Ihrem vedischen Horoskop können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder unterhalb dieses Videos auf den Link gehen, dann kommen Sie auf ein Kontaktformular und es wird Ihnen offenbart, welcher Planet Ihr
Einer hat ihn mal genannt Hauptplaggeist, ist in ihrem vedischen Horoskop, sprich ihr Hauptphasenherrscher, denn je nachdem, ob Mars, Saturn, Venus, Jupiter die Herrschaft hat in ihrem Horoskop, ist natürlich ein großer Unterschied und sie erhalten da eine Gratisdeutung über 1 bis 2 DIN A4 Seiten. Dann wollte ich nur noch mal erinnern, die vedische Astrologieschule ist im Äther, das Ding fliegt und da wird eine Menge passieren. Der Start ist gemacht und sollte das für Sie ein Thema sein, anhand der klassischen Texte die vedische Astrologie im Original studieren zu wollen, um zu präzisen Deutungsergebnissen kommen zu können, dann besuchen Sie mal diese Seite www.vedische-astrologie-schule.de. Dann nochmal exklusiv für Sie, für meine YouTube-Zuschauer, für meine treuen Newsletter-Bezieher. Sie haben die Chance, das beliebte Horoskop Beruf und Berufung, das ja wohl sehr wichtig ist, um seinen Weg im Leben zur Erfüllung und Glückseligkeit finden zu können, dass man den richtigen Beruf hat. Hier kann diese Analyse sehr große Hilfe und Inspiration liefern. Sie erhalten entgegen dem offiziellen Preis, den Sie natürlich auf meiner Webseite finden, bei Bestellung bis zum 15. Juli 20% Nachlass. Bitte nicht über den Button des Auslösen PayPal, weil das sind ja die höheren Preise, sondern sich einfach melden bis 15.07., dass Sie das Horoskop haben möchten, per E-Mail oder wie auch immer. Und dann wickeln wir das eben über eine normale Banksache ab. Aber Angebot 20% reduziert jetzt bis bei Bestellung bis 15. Juli. Gut, das wäre es gewesen. Dann werden wir uns Ende Juli hoffentlich wiedersehen. Ich darf Ihnen bis dorthin einen fantastischen Juli 2015 wünschen. Das war's von Gerhard Feiner aus dem Informationskanal der vedischen Astrologie. Vielen Dank.